aus einem Traum ist Wirklichkeit geworden. Willi Sau wird zum 10. Mal Schweizer Meister. Orion Pictures war dabei und hat für Telenav eine Live-Aufzeichnung gemacht mit 5 Kameras. Hier ein Kurzbericht schon in der Nacht auf Sendung. Oder nicht nur ein bisschen zum Fernsehen. Über 2000 Fans haben den weiten Weg in die BBZ-Halle auf sich genommen. Sie haben gefiebert, gebangen und Willi Sauer konnte am Schluss können festen. Seitentannen für sich noch. Es wird auf beiden Seiten natürlich auf Biegen und Brechen gefeitet. Auch verständlich. Für Willi Sauer geht es um den 10. Meistertitel in diesem Drittel. Und für Freiamt geht es darum, ein Gesetz beizuhalten, nämlich das, dass man jedes zweite Jahr Meister wird neben Willi Sau. Also Willi Sau wäre hier theoretisch so nach den letzten paar Jahren nicht an der Reihe. Es hat immer Freiamt und Willi Sau abgewechselt. Ein Gesetz haben wir noch nicht durchbrechen können. Wir hätten das letzte Wochenende gerne wollen, das erste Mal auswärts Schweizer Meister werden. Das ist nicht gelungen. 10 Schweizer Meistertitel, der 10. wäre das heuer. Es wäre das letzte Mal der 10. gewesen. Und von diesen 10 hat man bis jetzt keinen einzigen auswärts gefeiert. Einige Freiämtler-Fans haben sich mit der drohenden Niederlage nicht abfinden können und sind unsportlich auf die Matte gestürmt. Die Nerven liegen blank. Zum Glück haben wir hier sehr viele kräftige Leute rum, die das wieder beruhigen können. Sogar der Präsident des Ringclubs Willi Sau lenkt die Hand an. Geht mit den entsprechenden Leuten voraus. Und der Wettkampf geht wieder weiter. Noch 10 Sekunden verbleiben. Noch 3, 2, 1, 0. Der Malzer gewöhnt die Begegnung zwischen Marien Murat und Andrei im dritten Drittel, im entscheidenden Drittel, noch mit 15-0 Punkt. Aber für Freiamt nützt es eigentlich nicht. Willi Sau hat hier mit einer ganz klaren Leistungssteigerung, ich glaube, das darf man ganz klar attestieren. Vor einem super Publikum. Daheim, wie das immer etwa wieder siehst, in der BBZ-Halle daheim. Das Match können zu seinen Gunsten entscheiden. Provisorischer Zwischenstand inoffiziell. 20 zu 18 Punkte. Steigerung in der Mannschaft von Willi Sau. Und Freiamt hat Pflicht. Vielleicht hat es auch Willi Sau nicht ganz zugelassen. Freiamt hat sicher nicht mehr ganz an das können anschließen, nicht mehr ganz den Zug können mitnehmen vom letzten Samstag. Super schön, dass die Meisterschaft so ausgeglichen zu Ende geht. Sicher eine würdige Niederlage in dem Sinn für Freiamt. Auf der anderen Seite ruft es natürlich immer wahnsinnig viel Emotionen in der Reihe der Zuschauer mit sich. Und das hat dann vielleicht halt zu der einen oder anderen Reaktion geführt. Willi Sau hat es wieder einmal geschafft. Genauer gesagt, Willi Sau hat es schon zum 10. Mal geschafft. Wieder Schweizer Meister geworden. Herzliche Gratulation! Werner Bossert, der Präsident vom Ringerclub Willi Sau. Willi Sau ist schon zum 10. Mal Meister geworden. Von einem Jahr haben sie am meisten Titel geholt. Von weiss nicht wie viele Jahren, wie lange das schon geht. Und vielleicht könnt ihr etwas über die Geschichte erzählen vom Ringerclub Willi Sau. Also, wir haben es bereits gehört, das ist die 10. Medaille, die 10. Goldmedaille. Das ist, seines Zeichens markieren wir hier mit dem Rekordmeistertitel. Wir haben die 21. Medaille überhaupt jetzt mit Bronze und Silber zusammengezählt.
Und für mich als Einstand, als neuer Präsident, gerade eine Goldmedaille ist natürlich eine relativ hohe Messlatte, die wir uns gesetzt haben. Aber an dem müssen wir uns jetzt orientieren. Ja. Also ist die Freude eigentlich riesig auf der Willisauer Seite? Ja, selbstverständlich. Das sehen wir am Publikum an. Oder? Weil nach dem Kampf letzten Samstag in Muri sind die Aktien deutlich gesunken von Willisau. Und auch nachdem dass wir die Aufstellung heute gesehen haben, müssen wir sagen, es muss wirklich gut laufen. Es müssen Leute über sich herauswachsen, sonst können wir heute nicht gewinnen. Was heisst das für die Zukunft für die Willisauer Ringer, für den Ringerclub? Also was Mannschaftsringen anbelangt, wird sich nichts ändern für uns. Also unser Ziel wird auch nächstes Jahr sein, die Finalqualifikation mindestens. Nur auf diesem Niveau oben können wir den Betrieb auch finanzieren, weil die Finale, das sind unsere wichtigsten Einnahmequellen, jetzt aus finanzieller Sicht gesehen. Und das Ziel wird auch in Zukunft sein, Finalqualifikation. Dann, natürlich bleibt nur noch eins zu sagen. Schönen Abend noch, lange Nacht. Das Fest wird wahrscheinlich bis in die Morgenstunde gehen. Ja, da würde ich garantieren, dass es hell sein wird, bis wir fertig sind mit Trinken und Aufräumen und das Arbeiten wieder. Ja. Okay, noch viel Spass beim Festen. Danke vielmals, merci. Freddy Imfanger, Strahlen ist deutlich grösser. Weder noch von einer Woche. Willisau hat ja heute hervorragend gewonnen. Wie feiert man jetzt den heutigen Abend oder die Nacht, den 10. Meistertitel? Also das kann ich nicht genau sagen. Das ergibt sich meistens. Und wenn es sich ergibt, sind es meistens die besten Feste. Aber man wird es sicher ziemlich lange machen und das Publikum noch geniessen, das noch da ist und uns angeführt hat und zu dem Sieg getragen hat. Mit denen zusammen noch eins nehmen und dann wird es lustig und glatt. Also das heisst, es ist nicht irgendwie da Jubiläumsfeier, kann man sagen, geplant? Es ist nicht speziell geplant und eben, die Feste, die einfach so kommen und das sind immer die schönsten, oder? Wenn ihr etwas gross planen. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Training? Fährt es schon wieder am Montag an oder gibt es jetzt eine kleine Pause? Ja, ich glaube, bis Ende Jahr machen wir dann nicht mehr Wichtiges. Vielleicht auch die erste Woche im neuen Jahr noch nicht und dann fangen wir dann langsam wieder an. Also das heisst, da ist das Ziel Schweizer Meister 2007 auch schon wieder gesetzt? Ja, ich denke, wir dürfen nicht so sein, dass wir sagen, wir müssen gerade Schweizer Meister werden. Ich denke, der Finale ist das richtiges Ziel und das werden wir dann vielleicht das nächste Jahr auch wieder anpeilen. Aber ich werde nicht schon wieder von einem Titel reden. Das heisst, zuerst einmal richtig feiern und geniessen. Genau so ist es. Im Freiamt war ein brutaler, harter Gegner und das wird es auch nächstes Jahr sein. Freddy Imfanger, merci vielmals. Danke vielmals, merci. Marcel läutert, es hat halt jetzt nur oder beziehungsweise zum zweiten Rang gelangt. Ist es so die Enttäuschung auf der Seite von Freiamt gross? Ja, im Moment war es sicher gross gewesen, aber wir haben uns gut gefangen und wir haben gewusst, wir können es heute packen. Mit dieser Einstellung sind wir dahinter, jetzt haben wir halt Silber gewonnen heute. Aber Silber haben wir wirklich gewonnen, wir sind absolut zufrieden mit dem. Warum hat es jetzt vielleicht nicht zum Meistertitel gelangt? Ja, es sind mehrere Sachen. Es ist nicht nur ein Kampf, es fährt am Anfang an mit dem kleinsten Gewicht. Es ist, in jedem Kampf hat ein Spürchen gefehlt, ein Spürchen bis zu wenig gehabt vielleicht. Aber wir haben bis zum Schluss, wirklich bis zur letzten Sekunde, haben wir daran geglaubt. Und was heisst das für die Zukunft für Dringen aus dem Aargau? Ja, weitermachen so wie bis anhin. Wir werden sicher das nächste Jahr wieder eine super Leistung zeigen, wenn möglich wieder im Finale mit Willisau. Weil das sind sicher immer super Matches, oder? Gibt es da vielleicht eine Revanche oder nächstes Jahr, oder? Was meint ihr jetzt? Ja, wir hoffen sicher, dass wir uns revanchieren gegen Willisau das nächste Jahr. In den letzten Jahren war es immer noch so, Freiamt gegen Willisau. Wir machen das Beste, dass wir wieder dahinter kommen können. Und dann packen wir eins zu. Party geht eigentlich noch weiter oder fällt noch an? Wo feiern wir jetzt die? Zu Willisau oder fahren wir jetzt gleich ab auf Freiamt und machen dort unten ein riesiges Fest? Jetzt fahren wir ins Freiamt, wir haben dort unten Ringernacht. Immer ein Ringerfest Ende Saison und da machen wir heute eine Party. Und dann wird es wahrscheinlich auch hell werden, bis die letzten heimgehen. Ja, es wird sogar manchmal wieder dunkel. Merci vielmals. Danke auch vielmals.